Klar. Und ich werde das jetzt zusammen mit Wolfgang Löscher, der in der Erwachsenenneurologie tätig ist, das Thema beleuchten anhand der Patienten, die wir gemeinsam betreuen. Das sind die Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen. Und wenn Wolfgang nichts dagegen hat, würde ich erst ein paar Worte sagen und dann an dich weiter übergeben. Wir haben jetzt keine Folien vorbereitet, sondern ich denke, wir haben uns mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ich würde einfach ein paar Blitzlichter sozusagen ansprechen, die mir zu diesem Thema einfallen. Und ich glaube, vorhin kam das schon, also die Themen etwas Selbstmanagement und Autonomie. Und ich denke, das ist bei den Patienten und Patientinnen mit neuromuskulären Erkrankungen ein wichtiges Thema aus verschiedenen Aspekten. Zum einen ist es so, dass in der Betreuung, also jetzt hier in der Kinderklinik, bei neuromuskulären Erkrankungen viele Aspekte zusammenkommen. Also das ist zum Beispiel dann natürlich auch mein Part mit der Kinderneurologie, aber es ist sozusagen auch die Pulmologie für die Lungenseite, es ist die Kardiologie für die Überwachung und Betreuung von kardiologischen Problemen dabei. Es sind auch die therapeutischen Disziplinen, zum Beispiel die Physiotherapeutin mit dabei. Und das ist natürlich ein Thema, das ist bei uns in der Kinderklinik sehr nah beieinander. Also ich brauche nur, sag ich mal, zwei Türen weiterzugehen und bin im Sekretariat der Kinderkardiologie, kann einen Termin vereinbaren, kann Familie und Patienten weiter, so ganz einfach weiter schicken oder kurz mit ihnen mitgehen. Und das ist ein Thema, dass sich das massiv ändert, wenn Patientinnen erwachsen werden. Also es gibt dann zwar die Sprechstunde für neuromuskuläre Erkrankungen, in der Wolfgang Löscher arbeitet, aber Dinge wie zum Beispiel die kardiologische Versorgung oder auch die pulmologische Betreuung, das sind dann andere Häuser und in Innsbruck zum Beispiel auch eine für die Pulmologie eine ganz andere Klinik, also auch geografisch weit auseinander. Und das ist ein Thema, dass da Familien und Patienten lernen müssen, okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, sie müssen sich selber um Termine in der Kardiologie kümmern, das organisieren. Und es wird dann meistens auch nicht an einem Tag und einem Termin stattfinden können, sondern es werden getrennte Termine werden, was wir jetzt von einem Kinderheilkunde doch teilweise ganz gut organisieren können, noch können, sozusagen, dass es an einem Tag stattfindet. Und ein wichtiges Thema ist Autonomie, Erwachsenwerden. Und sind ja teilweise Patienten, die wir in der Kinderklinik dann auch über mehrere Jahre betreut haben. Und selber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es ist dann auch Autonomie der Patientinnen und Patienten gegenüber ihrer Familie, über ihren Eltern erlangen. Das ist auch wichtig, also für sich sprechen und für sich Dinge in die Hand nehmen. Das ist ein wichtiges Thema. Da kann man, ich denke, bei den Vorstellungen schon einfach um mehr den Fokus auf die Patientin lenken, also Probleme erstmal mit ihnen ansprechen, auch Dinge erklären sozusagen. Manchmal erklärt man viel den Eltern, die Kinder wissen vielleicht, wenn sie manchmal noch unter 10 Jahre sind, oft zu dem Thema gar nicht viel. Und das ist etwas, was sich dann über die Jahre ergibt, dass die Kinder und Jugendlichen dann einfach mehr und mehr Wissen über ihre Erkrankung, ihre Probleme, über das, auf was man achten muss, erlangen. Und Autonomie gehört natürlich auch das Thema Schule, Berufsfindung, Einstieg ins Berufsleben dazu. Da ist tatsächlich bei den neuromuskulären Erkrankungen oft auch ganz konkret das Problem, dass es so eine Muskeldystrophien dann auch zu einer Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten kommt im Verlauf. Sodass Berufspläne oder die Perspektive für bestimmte Dinge dadurch auch sehr limitiert werden können. Und man muss dann da auch gucken, wo kann man Hilfestellung geben, um da sozusagen den Weg zu finden. Das sind so Themen, die, sag ich mal, mich jetzt betreffen oder uns betreffen in der Kinderklinik, also die Phase des Jugendlichenseins, Erwachsenwerden. Und dann am Ende sozusagen der Phase, wo wir in der Kinderklinik als Betreuer tätig sein können,
Bemühen wir uns, also ich, Wolfgang Löscher und auch Julia Wandschütz und andere Kollegen aus der Neurologie und ja auch der Humangenetik, dass wir in regelmäßigen Abständen Treffen haben. Das ist jetzt in der Regel so alle, ja, sagen wir mal, 3 Monate, 3, 4 Monate, wo dann die Gelegenheit ist, die Patienten zu übergeben. Übergeben heißt vielleicht auch über ungewöhnliche, seltene Krankheitsbilder sich auszutauschen. Also es gibt dann ja oft auch Dinge, die ich vielleicht schon mal aus der Krankengeschichte oder vielleicht auch mal Videos von früher sozusagen für die frühere Geschichte dann mal mitbringe. Und dann kann man sich ja damit auseinandersetzen und sieht, wo die Probleme vielleicht auch sind. Wir haben bisher noch nicht eingeführt, muss ich sagen, dass wir uns einen gemeinsamen Transitionstermin mit den Patienten, Patientinnen und den Familien machen. Das ist etwas, was mal angedacht wurde, aber es ist bisher noch eigentlich nicht zustande gekommen. Es ist eher schon mal so, dass ich dann auch mal, wir anhand eines konkreten Termins sozusagen, dass der vielleicht für eine bestimmte neurophysiologische Untersuchung in der Erwachsenenneurologie drüben stattfindet, ich dann einfach mit drüben bin oder umgekehrt, dass auf einer Lösch oder mal darüber kommt, dass man da gemeinsam Patienten sieht. Aber es gibt nicht den formalen Tag der Transition bisher bei uns. Gut, ich würde jetzt vielleicht mal an Wolfgang zu diesem Thema übergeben. Ja, Verena, danke für die Einladung. Matthias, danke, dass du das eh schon sehr schön dargestellt hast. Soweit ich das da sehe, ich kenne ja viele von Ihnen nicht, bin ich einer der wenigen erwachsenen Mediziner. Deswegen werde ich ein bisschen den Advocatus Diaboli da spielen. Ich finde, die Transition ist natürlich, haben wir lernen müssen, dass das eine sehr wichtige Einrichtung ist, ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist. Aber das war uns in der Erwachsenenmedizin, würde ich mal sagen, nicht bewusst, weil die Grundeinstellung, glaube ich, von vielen in unserem Bereich ist, dass wenn wir einen Patienten bekommen, ist eigentlich, erwarten wir von vornherein, dass wir die entsprechenden Informationen kriegen. Und wir haben erst lernen müssen, dass das bei jetzt Jugendlichen ein bisschen anders ist, dass das ein längerer Prozess ist aufgrund deren Vorgeschichte. Und die neuromuskulären Erkrankungen sind aus meiner Sicht ein bisschen ein Sonderfall und ein schwieriges Problem in der Transition, weil es ein sehr heterogenes Krankheitsgut ist. Und ich möchte es nur kurz an 2 Patientengruppen kurz erwähnen, weil die, glaube ich, sehr prototypisch sind für das, was wir machen und was teilweise, glaube ich, eher mir Probleme bereitet als dem Matthias. Wir haben einmal diese nicht multisystemischen Erkrankungen. Ich glaube, das gute Beispiel und das beste Beispiel ist da sicher die SMA, weil das eine Erkrankung ist, wo es jetzt Therapien gibt. Also diese Patienten, wenn wir die bekommen, sehen wir uns als Neurologen, Neurologinnen berufen, diese Patienten weiter zu betreuen mit der uns eigenen Fachkompetenz der neurologischen. Und ablaufen tut das, glaube ich, bis jetzt. Es waren ja nicht so viele Patienten so, dass ich bei den letzten Lumbalpunktionen auf die Kinderklinik rüber mitgehe und die Kinder mich halt einmal sehen oder die Jugendlichen mich sehen. Und das, ich glaube, wir haben viel voneinander gelernt. Der Matthias hat gelernt, dass wir das sehr viel legerer handhaben, Lumbalpunktionen, als die Pädiater. Also ohne Sedierung und ohne Überwachung. Das ist bei uns aus einfach Routinegründen, läuft es anders ab. Und diese Patientengruppe zu übernehmen, ist eine sehr einfache für uns. Und ich glaube, da läuft die Transition gut. Ein größeres Problem machen die multisystemischen Erkrankungen. Du hast angesprochen, die Muskeldystrophien. Ich glaube, nur ein besseres Beispiel wäre fast die Myotonendystrophien. Weil, was der Matthias eben sehr gut beschrieben hat, finde ich, dass die Pädiatrie ein Fach ist mit vielen Spezialisierungen. Und die ganze Pädiatrie kümmert sich um diesen Patienten. Diese Patientin sind wir natürlich extrem eingeschränkt oder sehr engstirnig, sage ich mal, in unserer Fach. Wir sind nur Neurologen. Und das ist das Problem, dass die Vorbereitung, und das kommt mir vor, das läuft nicht so immer ganz so toll, wie man das wünsche, das wird dann ein bisschen von uns Neurologen erwartet, was wir, die Jugendlichen, die dann zu uns kommen, oder jungen Erwachsenen, an die entsprechenden Fachdisziplinen regelmäßig weiterverteilen. Und wir können Ihnen da E-Mails zeigen, wie andere
diesen Prozess wahrnehmen, dass ich sagen, warum soll ich das machen? Ich bin ja kein besserer Sekretär. Und ich glaube, hier muss man die Transition ein bisschen überdenken, wenn es jetzt sich um Erkrankungen handelt, wo die Fachexpertise des Erwachsenenfaches nicht so relevant ist, sondern wo es fast mehr einen Case Manager braucht. Jemand, der Hausarzt wäre das idealerweise, der Pulmologe, Kardiologe, Diabetologe, Augenarzt, was immer sie brauchen, mitkoordiniert und man dann nur fachspezifisch eingreift bei dieser Patientenpopulation. Also ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, dass die Erwachsenenneurologie da viel mehr eingebunden gehört. Und ich habe immer den Eindruck, das ist ein ganz großes Thema in der Pädiatrie. Und die Erwachsenenmediziner insgesamt werden nur langsam dazugeholt. Und ich glaube, die Awareness kommt langsam. Und es ist spannend. Und das Schönste ist, glaube ich, dass wir sehr viel voneinander lernen, wie die Fächer doch unterschiedlich arbeiten. Und das ist dann immer sehr bereichernd. Und letztendlich, glaube ich, führt das schon zu einer großen Verbesserung im Übertritt von den Patientinnen vom Jugend- zum Erwachsenenalter.